Nach zahlreichen Androhungen und vielen langen Diskussionen ist es heute tatsächlich soweit. Die Piloten der British Airways streiken zum ersten Mal seit knapp 40 Jahren. Ein paar Infos, wieso, weshalb, warum und welche Ausmaße ein solcher Streik bei einer solch großen Fluggesellschaft annimmt, das schauen wir uns jetzt mal in einem kurzen Video etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn wir hierzulande an das Thema Pilotenstreik denken, dann haben die meisten von euch sicherlich sofort die Lufthansa im Kopf. Dort gab es ab 2014 einen der größten Tarifkonflikte überhaupt. Und davon waren auch so ziemlich alle Mitarbeiter des Unternehmens betroffen, egal ob am Boden, in der Kabine oder im Cockpit. Es ging da um betriebliche Altersvorsorge, um Übergangsversorgung oder um den rasanten Ausbau der Eurowings. Kurz gesagt, es ging um Geld. Gerade die anhaltenden Pilotenstreiks zu dieser Zeit wurden in den Medien immer und immer wieder ein riesiges Dauerthema und erst nach 14 großen Streikrunden, die ja auch immer und immer wieder Millionen an Kosten verursachten und immer wieder Millionen an Kunden verärgerten, war dann im März 2017 endlich Schluss und es kam zu einer Einigung. Davon kann man jetzt natürlich halten, was man möchte, gerade als sich aus dieser Sache dann ein Dauerthema entwickelte. Es gab die 5., 6., 7. Streikrunde, keine Einigung in Sicht. Da traf das alles bei den Passagieren und auch bei der breiten Bevölkerung doch wirklich auf Ablehnung. Dennoch muss man ganz klar sagen, dass hier für die Arbeitnehmer gekämpft wurde und das für einen sehr langen Zeitraum. Und die Arbeitnehmer, die hatten am Ende auch wirklich was davon. Es ist schwer zu sagen, ob diese Lufthansa-Story jetzt in irgendeiner Form ein Vorbild ist für die aktuelle Situation bei British Airways, aber einen massiven Streik der Cockpitbesatzung, den finden wir eben jetzt auch dort. Und die Situation ist tatsächlich ganz gut vergleichbar, wenn auch gefühlt bei British Airways jetzt etwas simpler. Es geht natürlich, wen wundert's, mal wieder ums Geld. British Airways hatte nach dem 11. September und auch nach der weltweiten Skepsis gegenüber der Concorde einige schwere Jahre durchleben müssen. So wie viele andere Fluggesellschaften auch. Und dort wurden Investitionen zurückgefahren, logischerweise. Und auch die Passagierzahlen konnten bei British Airways Jahr für Jahr immer und immer wieder nicht gehalten werden und gingen zurück. Davon konnte man sich dann aber auch wieder erholen. Und das auch recht gut und das auch aus einem bestimmten Grund, denn British Airways nahm recht früh einen wichtigen Teil in der Konsolidierung der europäischen Luftfahrt ein. Mit der spanischen Iberia schloss man sich 2010 unter dem Dach der International Airlines Group zusammen und wurde damit neben der Lufthansa-Gruppe, neben EasyJet, neben der Air France-KLM-Gruppe und auch neben Ryanair Teil der, wenn man so will, Big Five in Europa. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man natürlich auf seinem eigenen Markt und in seinem eigenen Bereich recht gut aufgehoben und quasi alleine oder eben mit seinen eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Das sorgte ab 2010 dafür, dass die Briten endlich wieder investieren konnten, wachsen konnten und auch wieder Geld verdienen konnten. In Kombination mit sinkenden Treibstoffkosten konnte die International Airlines Group dann im Jahr 2015 einen Gewinn von über 1,5 Milliarden Euro verzeichnen. Und British Airways hat einen Großteil dazu beigetragen. Und so konnte dann über die Jahre der Gewinn der Gruppe und auch der Gewinn von British Airways immer und immer weiter angehoben werden. Läuft also bei denen. Naja, und in einer solchen Zeit kommt es dann eben besonders schlecht in der Öffentlichkeit an, wenn es jetzt anscheinend Mitarbeitern nicht so gut geht im Unternehmen. Es gingen Stories rum von Flugbegleitern, die zwischen zwei Diensten teilweise im Auto schlafen müssen, weil sie weder das Geld für eine passende Unterkunft noch für den Sprit haben, um zu ihrer sonst wo liegenden Unterkunft zu fahren. Muss man sicherlich immer recht vorsichtig sein mit solchen Geschichten, aber es rief eben Gewerkschaften auf den Plan, die sich das Ganze mal etwas genauer ansehen wollten und jetzt dann eben anfingen, mit dem Arbeitgeber zu diskutieren. Und auch wenn den Piloten der British Airways höchstwahrscheinlich ausreichend Geld zur Verfügung steht, um sich den Sprit zu ihrer Unterkunft zu leisten, da ist es natürlich trotzdem nicht so toll, wenn die von der finanziell ja jetzt anscheinend so hervorragenden Lage des Unternehmens gar nichts abbekommen. Und so streitet jetzt bereits seit Monaten eine britische Pilotengewerkschaft mit dem Arbeitgeber, mit British Airways, um die Gehälter ihrer Piloten. Und das ist doch recht ähnlich wie das, was man im großen Stile vor einigen Jahren hier zwischen der VC, der Vereinigung Cockpit und der Lufthansa beobachten konnte. Und im Juli, also jetzt gerade erst vor ein paar Monaten, wurde mit 93% Zustimmung unter den British Airways Piloten auch ein Pilotenstreik als mögliches Druckmittel beschlossen. Dieser wurde dann angekündigt von der Gewerkschaft. British Airways als Arbeitgeber ruderte dann mit einer möglichen Gehaltserhöhung von 11,5% gerechnet auf die nächsten 3 Jahre dagegen an. Aber das lehnte die Gewerkschaft ab und so wurde der Streik jetzt umgesetzt.
Und so kommt es jetzt eben dazu, dass die gut 4000 British Airways Piloten heute und morgen, also für insgesamt 48 Stunden, ihre Arbeit niederlegen. Und dadurch, dass die Gewerkschaft vorher nicht angekündigt hat, welche Piloten auf welchen Maschinen, auf der Langstrecke oder auf der Kurzmittelstrecke oder wie auch immer, wann, wie, wo streiken, dadurch bleibt der Fluggesellschaft ja quasi gar nichts anderes mehr übrig, als fast jeden einzelnen der gut 850 täglich stattfindenden British Airways Flüge zu annullieren. Tja. Und das gilt für heute und morgen. Und es ist natürlich vollkommen logisch, dass davon zehntausende Passagiere betroffen sind. An einem durchschnittlichen Tag fliegen etwa 120.000 Menschen mit British Airways Flugzeugen durch die Gegend. Passagiere können kostenlos auf einen anderen Flug mit British Airways, beispielsweise an einem anderen Tag, umbuchen oder auch auf eine andere Fluggesellschaft. Und dadurch entstehen British Airways natürlich Kosten, und das schätzungsweise in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro jeden einzelnen Tag. Das ist verdammt viel Geld für eine Fluggesellschaft. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass eine Airline mit einem Flugzeug von A nach B fliegt und dann mal eben so $30.000 Gewinn einstreicht, sondern es geht da um ein paar Hunderter, die man mit so einem Flug verdienen kann. Und dass jetzt einfach mal tagtäglich 40 bis 45 Millionen Euro in den Sand gesetzt werden, das ist echt nicht zu unterschätzen. Tja, in diesem Sinne sehr beeindruckend, was da abgeht, auch wenn uns das irgendwie ja doch so ein bisschen bekannt vorkommt. Wir schauen uns das natürlich weiter an, und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos in diesem kurzen Video. Mal wieder etwas provisorisch im Hotelzimmer für euch mit dabei. Heute geht dann noch ein großes Dankeschön raus an André für eine sehr großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Vielen lieben Dank an dich, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.